Willkommen zum letzten Kapitel des dritten Films von Lego Fluch der Karibik, der Strudel. Ja, ich bin gespannt. Ich möchte mich da jetzt nicht so sehr weit aus dem Fenster lehnen, denn ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Wir sehen hier auf jeden Fall zum einen die Flotte der, oh Gott, West Indian Trading Company. Ich kann mir das einfach nicht merken. Und hier sehen wir Jack Sparrow, Barbossa und Elizabeth auf einer Seite und Lord Beckett, Will Turner und Davy Jones auf der anderen. Will Turner hat sich quasi auf die Seite von Davy Jones geschlagen wegen seines Vaters. Und ja, wie gesagt, auf der einen Seite die East-West, was auch immer, Indian Trading Company, auf der anderen Seite die Flotte der Piratenfürsten. Und ja. Und hier haben wir Tiadama, alias Calypso, die jetzt mit Hilfe eines Zaubers, eines Rituals, wieder aus ihrem menschlichen Körper, in den sie gebunden ist, befreit werden soll. Um damit Lord Beckett zu beseitigen. Auch wenn wir wissen, dass Tiadama nicht gerade gut auf die Piratenfürsten zu sprechen ist. Und ich nehme an, jawohl, wir müssen jetzt die verschiedenen Bestandteile finden, um Tiadama zu befreien. Wir sehen schon, sie ist ein bisschen größer geworden. Und ja, Raghetti möchte wieder einen Sonnenschirm haben. Ja, Will Turner jetzt doch wieder bei uns. Also das muss ich sagen, das kriege ich nicht mehr so ganz zusammen, wann er auf welcher Seite gestanden war. Spielt jetzt auch erstmal keine Rolle. Wir müssen jetzt erstmal die ganzen Bestandteile finden. Ich glaube, das Ding kriegen wir nicht klein. Nein. Kann ich es noch so sehr versuchen. Und ich spiele eigentlich sehr gerne mit Barbossa. Ich spiele auch sehr gerne mit Jack Sparrow. Oder allgemein mit Piraten oder Kämpfern, die einen Säbel haben. Weil ich das einfach total geil finde. Das macht total Spaß, mit dem Säbel hier rumzudreschen. Also gut, wir haben hier, nimm halt das, was da liegt. Hallo, achso, ich sollte die richtige Taste benutzen. Das ist also der erste Bestandteil. Oh, und sie wächst weiter. Ihr seht auch, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Da geht noch was. Oh, hier dürfen wir mal kurz mit dem Fernglas rüber gucken. Ja, eine unserer Piratenfürstenverbündeten. Und sie schießt uns einen Rettungsring rüber. Ich nehme an, den brauchen wir auch. Jawohl. Oh. Oh, ich würde ja jetzt zu gerne Calypso in dieser Größe mal spielen. Sie ist natürlich immer noch gefesselt. Aber man hofft jetzt quasi, dass diese Fesseln sie auch weiterhin in Schach halten können. Ich glaube nur, wenn sie noch sehr viel größer wird, dann könnte sie ein bisschen knapp werden. So, erstmal hier der Sonnenschirm für Raghetti. Und dafür kriegen wir sein Holzauge. Also ich fand ja das Tier damals sehr geil gespielt war im Film. Ich weiß jetzt leider den Namen der Schauspielerin nicht, muss ich ehrlich zugeben. Alex hat euch das ja, glaube ich, schon mal gesagt, wie sie heißt. Hier haben wir... Da ist irgendwas, da ist ein Seestern oder so, aber ich komme da gerade nicht ran. Ich kletter jetzt nochmal da runter. Aber hier darf ich jetzt nicht ins Wasser fallen, also da bin ich tot. Die Tiefsee ist dann doch nicht so für Lego-Charaktere geeignet. Die halten sich dann doch lieber in seichteren Gewässern auf. So, jetzt nochmal. Wie komme ich da hin? Moment, ach, ich weiß es. Das ist wohl ein Seestern, aber der wird von einem Tentakel umklammert. Und wir haben ja schon gelernt, Tentakel beseitigt man mit Fackeln. Ich muss jetzt also eine Fackel suchen. Okay. War da gerade... Also eine Wurst und ein Croissant. Okay. Ja, okay. Soll mir recht sein. Da hinten sehe ich schon die Fackel. Okay. Und ich glaube, ich kann hier irgendwo... Ach nee.
Ich dachte, ich kann was zusammenbauen, weil ich dieses Klappern gehört habe, aber das Klappern kommt, glaube ich, nur von dieser Muschel, die da oben rumhüpft. So, ja, so klappt das doch. Habe ich jetzt den... Das ist also auch gar kein Seestand, sondern das ist der Croissant, glaube ich. Ja. Kann ich sie hauen? Nee. Hat zumindest keine Würze. Okay, zwei Teile brauchen wir noch. Achso, das war wieder nur die Fackel da hinten. Dann, was haben wir hier oben noch? Wir können wieder fünf Muscheln zerklopfen. Ich habe jetzt aber noch keine andere gesehen. Da oben ist eine Zielscheibe. Und wir können ja auf Will Turner wechseln. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Hallo. So. Der kann dann wieder seine Wurfäxte schleudern. Oder, oh, da unten habe ich gerade ein Flaschenschiff gesehen. Okay, das holen wir uns auch gleich. Na. Ah, oh, das ist so geil gemacht hier. Ja, ich wollte jetzt eigentlich heldenhaft an einem Seil runterrutschen. Habe es natürlich wieder mal verpasst. So, und jetzt erinnert ihr euch, ich habe schon erwähnt, dass die Krabben nochmal eine weitere Bedeutung haben. Hier sind sie. Sieht ziemlich eklig aus übrigens. So, kann ich jetzt hier irgendwie das Glas kaputt machen oder so, dass ich da rein kann? Nee, nicht so wirklich, ne? Wie komme ich denn jetzt an dieses Schiff ran? Ach, wahrscheinlich muss ich die Glocke läuten, okay. Aber ich weiß nicht wie. Kann ich sie vielleicht anschießen? Also irgendeinen Weg muss es da geben. Geht vielleicht auch erst im freien Spiel, das weiß ich noch nicht. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch die Wurst. So. Ah. Ah ja, genau. Fackel. Ah, das schaut schon widerlich aus. Also es sind wirklich Krabben, es sind keine Spinnen. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und da ist die Wurst. Ja, ich würde sagen, da halten wir uns gar nicht weiter mit auf. Alles andere machen wir dann im freien Spiel. Jetzt hauen wir erstmal die Wurst in den Eimer. Ja. Und nun ist Calypso entfesselt. Und es tut sich ein gewaltiger Strudel auf. Und Barbossa steuert die Black Pearl gleich mal frohgemut rein. Und Davy Jones auf der Black Pearl kommt hinterher. Wir sehen hier Jack Sparrow wieder mal im Verlies. Das ist er ja schon gewohnt. Und wir sind jetzt an Bord. Oh Gott, das ist die... Ja, das ist die Black Pearl. Flying Dutchman sieht etwas anders aus. Und muss jetzt erstmal wieder herausfinden, A, was können wir, was sollen wir tun? Und B, wen haben wir zur Verfügung? Die ganze Crew, das ist schön. Ich bräuchte jetzt mal eben... Oh, ist das ein Chaos hier. Ich weiß gar nicht, macht es Sinn, die Crewmitglieder der Flying Dutchman zu besiegen oder kommen die immer wieder? Ich brauche Marty. Marty habe ich natürlich nicht zur Verfügung. Oh, nee. Ja, tut mir leid, dass ich da jetzt gerade wieder so ein bisschen angespannt bin. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich trotzdem weiter quassel. Aus bekannten Gründen. Und... Okay. Die Kanone haben wir hochgezogen. Was muss ich jetzt noch mit der Kanone machen? Jetzt ja. Okay. Und am besten auch noch nebenbei die Crewmitglieder bekämpfen. Aber wie gesagt, wenn die immer wieder kommen... Macht das natürlich relativ wenig Sinn. Dann verschwende ich nur jede Menge Zeit. Den wahren Piraten werden wir nicht schaffen, so wie ich da jetzt immer hier am Sterben bin. Ich brauche Jack Sparrow. Habe ich Jack Sparrow zur Verfügung? Nein, habe ich auch nicht. Toll. Da haben wir die halbe Crew, aber die Leute, auf die sie ankommen, die habe ich natürlich nicht. Kann ich hier was zusammenbauen? Ja, kann ich. Irgendwas baut sich hier gerade zusammen. Ich weiß noch nicht was. Ein Steuerrad. Ich weiß gerade noch nicht mal, wen ich steuere hier.
Ein Riesenchaos. Lass mich doch mal kurz in Ruhe, Mensch. Ich komme doch hier zu nix. So. Ich bin Pinsel auf jeden Fall. Okay. Da brauche ich jetzt... Das ist eine Kanone. Das heißt, ich brauche eine Fackel. Ich habe jetzt keine Zeit für eure Säbelspielereien. So. Noch ein bisschen höher. So, eins. Ah, okay, ich kann nur das eine. Ich kann nicht weiter schwenken mit der Kanone. Das heißt, ich muss die anderen Kanonen jetzt auch noch zusammenbauen. Okay. Das wäre geschafft. Ja, hallo. Ich bin hier nur am Sterben in einer Tour. Ich brauche die Fackel. Ich brauche die Fackel. Ich brauche die Fackel. Warum mache ich das eigentlich alles mit Pinsel? Der ist jetzt nun wirklich nicht mein bester Kämpfer hier. Okay. Jetzt ist das zweite. Jawoll. Und weiter geht's nicht. Okay. Nein, 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 nein. Nicht mit einer Frau. Ich wollte jetzt auf Will Turner wechseln. Verdammt. Ja, dann nehmen wir eben Mr. Gibbs. Das sollen wir auch recht sein. Ich muss die letzte Kanone... Halt, einen Moment. Ich sehe schon, ich brauche Stiefelriemen, Bill. Und ich sehe nichts. Wo ist Stiefelriemen, Bill? Den habe ich auch nicht. Ja, wie soll ich das denn dann schaffen, Mensch? Naja, Stiefelriemen will ist ja drüben auf der Flying Dutch. Kann ich ja gar nicht haben. Kann ich da irgendwie rauf? Nein, kann ich auch nicht. Das ist doch wohl nicht wahr. Ich muss doch hier jetzt irgendwie weiterkommen. Hier ist die dritte Kanone. Also der Platz für die dritte Kanone. Und hier ist was für den Kompass, aber... Halt, das war das hier, das habe ich schon gemacht. Halt, Moment. Vielleicht hat es gar nichts mit dem Kompass zu tun. Vielleicht kann ich hier mit Elizabeth? Nein, oder? Nein, kann ich nicht. Dieses Seil benutzen. Aber das kann anscheinend auch wirklich nur Jack Sparrow. Ich versuche jetzt mal hier kurz noch ein paar Feinde zu besiegen. Die kommen wirklich immer wieder. Die ploppen aus diesen grünen Teilen hier raus. Ich dachte, dass ich dafür Stiefelriemen bräuchte. Ist aber nicht der Fall. War da gerade noch was zum Kaputtmachen? Moment. Elizabeth kann höher springen, aber die kommt da auch nicht hoch. Nee. Das Spiel will nicht, dass ich da hochkomme. Verdammt nochmal. Was soll ich denn jetzt tun? Ich brauche die dritte Kanone. Kann ich hier irgendwo noch runterklettern oder sowas? Was ist denn hier? Oh, nee, das kann ich jetzt auch nicht kaputt machen. Brauche ich wahrscheinlich wieder einen bestimmten Charakter dafür. Kann ich hier irgendwo runter? Ich laufe jetzt extra mal am vorderen Rand entlang. Nein, kann ich nicht. Okay, Frage beantwortet. Was muss ich denn jetzt machen, um die dritte Kanone in Gang zu kriegen? Warum komme ich da nicht rauf? Ich muss doch... Ah! Ich habe jetzt eigentlich nichts gemacht, aber das ist jetzt von alleine passiert. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich brauche doch die Kanone, um Jack Sparrow zu befreien. Und wenn der dann hier ist, kann der mit diesem Seil auf das obere Deck rüber, glaube ich jedenfalls. Okay. Also. Nimm die Fackel. Jawohl, das hat geklappt. Auf Anhieb, obwohl ich mit Elizabeth gesteuert habe. Und jetzt? Also wir sind natürlich jetzt wirklich mitten in der großen finalen Schlacht. So. Elizabeth und Will Turner stürzen sich in die Fluten
und entern die Flying Dutchman. Sie haben den Schlüssel zu der Truhe, in der sich das Herz von Davy Jones befindet. Oh Gott, jetzt werden wir wieder sentimental hier. Oh. Ja, da hat's Will Turner erwischt. Ja, und sie kriegt gleich wieder einen Kreischanfall. Er wurde doch nur erstochen, Mensch. So. Und jetzt sind wir an Deck der Flying Dutchman, an Deck des Fliegenden Holländers. Und hier ist die Truhe, um die es geht. Wir haben jetzt erstmal ein Stiefelriemenbild wieder zusammengebaut. Das ist schön. Jetzt klingelt mein Telefon, das ist schlecht. Das werde ich jetzt aber mal ignorieren. So. Das müsst ihr jetzt auch mal ignorieren. Ich kann da mich jetzt gerade nicht drum kümmern. So. Moment, haben wir jetzt... Ja, wir haben Jack Sparrow. Okay, dann können wir hier drauf. So. Okay. Was mache ich denn jetzt hier oben? Kann ich da drauf? Nee, kann ich nicht. Was soll ich denn jetzt hier? Kann ich da runterspringen? Oh, jo, jo, jo. Oh, wie geil. Ja, der ist da unten. Komme ich da rüber? Nein, komme ich nicht. Ah, doch. Kann ich da irgendwie da raufklettern? Ich will die Stats haben. Ja, ich weiß. Ich bin im Piraten-Endboss-Kampf verwickelt und denke nur an meine Lego-Stats. Aber so ist es halt. Aber ich komme hier nicht weiter rauf. Ich gehe jetzt erstmal wieder runter und schau mal, was ich hier sonst noch abarbeiten kann. Letztendlich brauchen wir den Schlüssel, wir brauchen das Herz und... So, schade es um Will Turner ist, aber darum können wir uns jetzt nicht auch noch kümmern. Da wird sich vielleicht zu Beginn der Zeit noch eine Lösung finden. Ja, er ist abgestochen worden, aber... Sagen wir mal so... In Fluch der Karibik kommen ganz gern mal immer die Toten zurück. Vier von fünf. Vielleicht kriege ich ja die fünfte auch noch. Die fünfte Muschel. So. So. Ich weiß nicht, wie ich darauf kommen soll. Erstmal muss ich da runter. So. Oh, kann ich da hochspringen? Tatsächlich. Oh, ja. Das hat sich jetzt mal total rentiert. Ich will aber den trotzdem haben. So. Nein! So. Jetzt spring halt zurück, Mensch. So. Ach, jetzt sehe ich erst, dass ich da oben noch eine Anzeige habe, dass ich Davy Jones besiegen... Also, dass er eine Herzanzeige hat. Ich dachte... Ich muss jetzt hier erstmal diverse Zusammenbaurätsel lösen. Muss ich wahrscheinlich auch. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt mal um Davy Jones. Wo ist er denn? Da oben. Ja. Hab ich wieder ganz intelligent hingekriegt. Ja, bleib halt stehen. So, jetzt. Und weg ist er. Jetzt ist er da oben. Wie komme ich denn jetzt da wieder hin? Wie komme ich jetzt da wieder rauf? Mit dem Seil vielleicht? Oder... Ich muss das ja nicht zwingend mit Jack machen. Ich kann das ja auch mit Elizabeth machen. Okay, das ist nicht gewollt. Also ich muss auf jeden Fall einen regulären Weg finden. Allein das Hochspringen, damit ist es nicht getan. Okay, dann versuchen wir jetzt das nochmal. Ah, hätte ich das doch mit... Nee, ich kann doch da mit Elizabeth gar nicht gut. Aber ich war schon auf dem richtigen Weg, glaube ich. Also irgendwie... hier auf diesen Korb.
Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht wirklich vom Spiel geplant, aber es hat funktioniert. Okay. Erstmal schön alles kaputt hauen und dann auf Davy Jones draufdreschen. Bleibst du hier? Meine Güte, ist der schnell. Da kommt er ja gar nicht hinterher. So. Wo ist er denn? Da, unter uns. So. Wo ist er jetzt? Da. Bleib stehen. Verdammt nochmal. Okay. Oh. Mensch, da lässt er sich einfach hier mal kurz kaputt hauen. Das kostet doch alles so viel Zeit. Da ist Davy Jones. Ah, toll. Ah! Okay. Jetzt haben wir da auch ein Seil. Moment. Noch weiter rauf. Oh, geil. Ach nö. So, also nochmal. Da ist dieser Strudel und die Black Pearl ist schon fast am Abgrund. Und jetzt haben wir tatsächlich uns Davy Jones. Ja, wir haben ihn besiegt. So halbwegs. Und wir haben den Schlüssel. Will Turner stirbt immer noch so vor sich hin. Da ist das Herz von Davy Jones. Und Will Turner, selbst eigentlich mehr tot als lebendig, ersticht das Herz dieses, für meine Begriffe, großen Piratenkönigs, Davy Jones. Aber leider hat es Will Turner ja selber erwischt. Und nun wurde Will Turner sein Herz herausgeschnitten und er übernimmt das Kommando der Flying Dutchman. Natürlich hat auch er wieder die Aufgabe zu erfüllen, die Toten in die Unterwelt zu bringen. Aber anders als Davy Jones wird er diese Aufgabe natürlich ernst nehmen. Leider ist es verbunden mit dem Fluch, dass er nur alle 10 Jahre einmal an Land gehen darf. Und Elizabeth darf auch nicht auf das Schiff, also auf die Flying Dutchman, soweit ich weiß. Und jetzt haben wir nur noch einen einzigen. Oh, geil. Diese legendäre Szene im Film, die war so geil. Einen einzigen Gegner, nämlich Lord Beckett, der seinem Ende entgegensieht. Die Szene war hammermäßig im Film. Und damit haben wir tatsächlich den dritten Film abgeschlossen. Davy Jones ist vernichtet. Die Flying Dutchman hat wieder einen Captain, der, wenn er seiner Aufgabe nachkommt, auch den Fluch dieser Verunstaltung von der Flying Dutchman und der Crew nimmt. Somit ist er auch wieder mit seinem Vater vereint. Elizabeth darf er alle 10 Jahre mal treffen. Reicht ja auch, finde ich. Jack Sparrow ist auch unter den Lebenden und darf sich jetzt wahrscheinlich in Zukunft mit Barbossa drum prügeln, wer die Black Pearl befehligt. Und ja, eigentlich ist alles gut. Viele waren vielleicht mit dem Ende von Will Turner nicht so ganz zufrieden im Film. Ich fand's cool, muss ich sagen. Entschuldigung. Wir beenden an dieser Stelle jetzt diese Geschichte und werden uns jetzt dann, ja, die Abschlusscutscene noch ansehen. Ja, hier verabschieden sich die beiden voneinander. Er weiß, dass er erst in 10 Jahren wieder einen Tag mit ihr verbringen darf. Wie gesagt, ist nicht viel. Ich finde, es reicht. Und jetzt muss er wieder zurück zu seiner Crew, zu seinem Vater, zur Flying Dutchman und seine neue Aufgabe als Captain erfüllen. Ja, jetzt ist aber auch gut hier. Genau. Er drückt ihr noch kurz sein Herz in die Hand. Irgendwo muss es ja sicher verwahrt werden. Und also ich hätte es ja jemand anderem gegeben. Aber bitte, bitte. Ja. Es tut mir leid, dass ich diese Stimmung gerade so schlecht rede. Aber hab's ja oft genug begründet. Jack Sparrow mit Gefolge muss einsehen, dass Barbossa ihm wieder mal die Black Pearl weggeklaut hat. Und er jetzt nur noch mit einer kleinen Schabracke durch die Weltmeere segeln darf.
Dafür hat allerdings Jack Sparrow eine Karte mitgenommen. Und diese Karte führt zu einem Schatz, in dem es dann im vierten Teil gehen wird. Und ja, das war es jetzt für diesen Teil. Und damit ist auch eigentlich erstmal Fluch der Karibik von der Geschichte her abgeschlossen gewesen. Also es gab ja den ersten Teil, da war gar keine Fortsetzung geplant. Dann kam der zweite und da war schon klar, es wird auch den dritten geben, weil es eher als zwei Teile ausgelegt war. Und dann war erstmal Ende der Trilogie und dann kam aber der vierte Teil. Und den werden wir uns jetzt natürlich dann auch noch anschauen. Den spielen wir auch noch durch. Und ich möchte jetzt hier auch gar nicht wieder so viel Zeit in die Credits investieren, muss ich ehrlich sagen. Wir sind ja noch mitten im Spiel. Diesmal habe ich aber dazugelernt. Und deshalb werde ich die Credits jetzt beenden. Und wir werden uns dann gemeinsam die allerletzte Cutscene anschauen. Die eher so ein kleiner Bonus normalerweise ist. Schauen wir mal rein. Wir sind übrigens schon bei 30,4%. Das heißt, das freie Spiel ist relativ überschaubar in diesem Lego-Teil. So. Ja. Hier sehen wir die Flying Dutchman. Und diese Szene spielt 10 Jahre später. Und Will Turner kommt zu seinem ersten Landausflug zurück. Und wir sehen schon Elizabeth. Und beziehungsweise seine Liebe zu Elizabeth ist nicht ohne Folgen geblieben. Sie haben einen Sohn in die Welt gesetzt, den er jetzt zum ersten Mal sieht. Und ist eigentlich auch eine tolle Aussicht, oder? Man sieht sein Kind zum ersten Mal, wenn es 10 Jahre alt ist. Und wenn es das zweite Mal sieht, hat es schon einen Führerschein. Aber ja, so ist es halt im Piratenleben. Man kann es sich nicht immer raussuchen. Das war der dritte Teil von Lego Fluch der Karibik. Und ich freue mich schon auf den vierten Teil. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.